Fürk. Mit der 25 Philipp Zeller. Und mit der 26 Thilo Strahlkowski. Und im Tor steht heute mit der 31 Tim Jessler. Zum letzten Spiel beim Vier-Nationen-Turnier zwischen Deutschland und Holland. Der Klassiker schlechthin im Hockey. Und hier geht es um den Turniersieg. Der Gewinner dieses Spiels gewinnt auch das Vier-Nationen-Turnier. Beim Unentschieden bleibt Spanien an der Spitze, aber darauf hoffen wir nicht, sondern wir hoffen auf viele, viele Tore. Und nach den Nationalhymnen schauen wir mal gemeinsam auf die Aufstellung beider Mannschaften. Deutschland gegen Holland. Es kann losgehen. Die letzten Minuten vor dem Spielbeginn. Und der letzte Härtetest für beide Teams, bevor es dann im August hier in Mönchengladbach vielleicht auch ein erneutes Zusammentreffen gibt bei der Europameisterschaft. Wir dürfen gespannt sein, was beide Teams uns zu bieten haben heute. Und da sind die Aufstellungen, beziehungsweise ist das die Aufstellung der Holländer im Tor. Stockmann, der Mann aus Blumenthal, Balkenstein mit der 5, Schulli, Take Take Mal, der Eckenspezialist, Jerome Herzberger, Robert Kempermann, der bei Rot-Weiß Köln spielt, Bart, Floris Evers, der Kapitän, Hofmann mit der 22, Van der Horst mit der 24 und 28, Backer von der Bank kommt, Voistorf mit der 20, Levin, Fannas, der Sohn vom Trainer Paul van Aas, Verga mit der 26 und 29 trägt Tim Jenniskens. Bei den Deutschen natürlich ganz oben weg Kapitän Max Müller mit der 4, Oskar Deke, Moritz Fürste, Jan-Marco Montag mit der 10, Tobi Hauke, der Spielgestalter aus Hamburg, Benny Wess, Linus Batt, Matthias Witthaus, Florian Fuchs, die 23, 25, Philipp Zeller und heute im Tor Tim Jessulat, Auswechselspieler Wesley Pild Arnold, Olli Korn, Benedikt Fürk und Thilo Strakowski, Bundestrainer Markus Weise. So, Deutschland gestern mit einer glatten 5 im Spiel gegen die Australier ganz, ganz schlecht aufgetreten, ganz schwache Performance der Deutschen, die ja in den weißen Trikots spielen.
Wobei die Holländer gegen Spanien auch nicht viel besser aussahen. Deswegen sind wir gespannt. Die Teams zeigen natürlich nicht viel, bevor die EM hier losgeht. Aber glauben Sie mir, bei so einem Klassiker, da sind die alle ganz, ganz heiß drauf, hier das Spiel zu gewinnen. EM hin oder her. Wir dürfen auf ein gutes Spiel hoffen. Holler mit frühem Vorcheck hin. Philipp Zeller spielt da hinten wieder zurück auf Benny West. Mo Förste versucht der Doppelpass mit Jan-Marco Montag. Willi Wacker. Fehlpass Robert Gempermann. Der Wahrscheinlich-Hockeypark auch ordentlich gefüllt für die Wetterbedingungen, die hier herrschen. Frischer Wind, bisschen Regen. Ich würde sagen, geschätzt so 2.500 Zuschauer sind hier in diesem tollen Stadion, wo ja knapp 9.500 reinpassen. Kleines Bad, Moritz Fürste verliert den Ball, da gegen Floris Evers. Wieder Evers. Schiedsrichter Dan Bastow aus England und Adam Kearns aus Australien sind dafür zuständig, dass das hier auch als regelgerecht abläuft. Tacke mal im Duell gegen Oskar Deke. Van der Forst. Der hat ordentlich weh von Philipp Zeller. Der ging nämlich voll auf den Knöchel. Da hilft auch ein Schienbeinschoner nichts mehr. Hier sieht man es nochmal. Voll auf den Knöchel, auf der Innenseite des Knöchels. Ja, bei den Deutschen, Markus Weiser hat es vor dem Turnier gesagt, wir wollen dieses Vier-Nationen-Turnier nochmal nutzen. Wirklich. Um die letzten Kleinheiten zu verbessern, die noch nicht so gut lief. Um dann wirklich bei der Europameisterschaft immer bloß hier in Topform zu sein. Die wollen ja unbedingt diese EM gewinnen. Nicht nur, weil es um Olympia geht, sondern auch im eigenen Land ist. Erster guter Ball, klasse Pass. Florian Fuchs versucht da, Oskar Deke anzuspielen. Und bei den Deutschen sind auch noch 3-4 Positionen im Kader vakant. Die werden nach diesem Turnier besetzt. Man munkelt auch noch unter anderem die Torhüter-Situation. Zwei sehr, sehr starke Keeper. Max Weinhold gestern wirklich sehr gut gehalten. Auch Tim Jessula, der eine überragende Saison gespielt hat mit dem Club an der Alster. Sowohl deutscher Meister in der Halle wurde, als auch auf dem Feld. Und da hatte Tim Jessula einen riesen Anteil dran. Klasse gehalten. Der 31-Jährige aus Hamburg. Der ja auch 2010 bei der WM durch einen glücklichen Zufall ins Tor kam. Max Weinhold verletzte sich da und dann spielte Tim Jessula durch. Spielte ein Riesenturnier, hatte auch einen großen Anteil daran, dass die Deutschen das Finale erreichten. Aber dann unterlegen gegen Australien. Erste Szene der Deutschen im Kreis. Bleib am Ball, Riesenmöglichkeit, Moritz Fürste. Erste gute Chance Deutschland, Moritz Fürste. Aus Hamburg. Danke mal. Schöner Ball.
Holland. Möglichkeit, aber Freistaat Deutschland, gefährliches Spiel, Ball ging hoch an den Körper. Und schon läuft der Konter auf Florian Fuchs. Ist allein auf weiter Flur, kommt trotzdem im Kreis, bleibt am Ball, Querpass. Immer noch Deutschland am Ball, Möglichkeit, Jabstock, man hält. Immer noch, Ball ist immer noch heiß, Thilo Schalkowski im Kreis, wieder Querpass. Oh, Tobi Auke verpasst ihn da. 2-3 Riesenmöglichkeiten für die deutsche Nationalmannschaft. Klasse gespielt. Ja, Stockmann. Vom holländischen Vizemeister Blomdahl. Ja, Schalkowski, da ist es passiert. Das hat sich angekündigt. Thilo Schalkowski, der Mann von Wilhelmshaven Mülheim, der im Finale gegen Alster Hamburg unterlag, macht hier das 1-0. Das ist auch noch so einer, der möchte auf den EM-Zug aufspringen und mit seiner Leistung, die er bisher in den letzten Wochen gezeigt hat, hat er verdammt gute Karten dafür und nicht gute Argumente in der Hand. Und wenn man noch dann das 1-0 die Holländer spielt, steigen die Chancen natürlich noch weiter. Klasse gemacht, Thilo Schalkowski, 1-0, Deutschland. Erstmal zeigen eine deutlich verbesserte deutsche Mannschaft gegenüber gestern. Gute Einsaktion Moritz Fürste, holt den Freischlag heraus, spielt jetzt schnell nach rechts, klasse gemacht, Benny Wess. Schlechter Pass auf Olli Korn. Coach, Paul van Aas. Oh, Fehler, Deutschland, Philipp Zeller. Valentin Werga holt da die erste Ecke für Holland heraus. Holland, aber Ball springt. Voice off an den Fuß. Roderick Voice off aus Rotterdam. Echtes Anspiel, Philipp Zeller. Dessen Bruder ja verletzt ist und voraussichtlich die EM nicht mitspielen kann. Klasse Ball, Van der Horst bekommt ihn nicht. Gut gesehen von Take Takema, dass der Van der Horst da durchstartet auf der rechten Außenbahn. Takema. Gemacht gegen Tobi Auke. Und Matthias Witthaus. Benny West rückt nach. Könnte jetzt steil spielen. Klasse gesehen, Thilo Schalkowski auf der rechten Seite.
Schade. Gut gemacht von Matthias Witterhaus. Schöner Angriff. Schön verzögert. Tempo rausgenommen. Klasse Tilo Schalkowski gesehen auf der rechten Seite. Hier sieht man es nochmal. Kurz Tempo rausgenommen. Klasse Pass. Und ärgerlich, da legt er sich den Ball ein Stück zu weit nach vorne. Oh, ein bisschen falsch aufgekommen. Marcel Balkenstein, der holländische Verteidiger. Das ist noch Markus Weise, Bundestrainer. Vielleicht ist das Knie ein wenig verdreht. Auf jeden Fall geht es erstmal nicht weiter. Marcel Balkenstein geht es auch direkt durch in die Kabine. Damit ist das Spiel wohl für ihn beendet. Damit haben die Holländer eine Möglichkeit weniger zum Wechseln. Beim Hockey gibt es ja ein Interchange-System. Man darf so viel wechseln, wie man möchte. Und das kann sich bei so einer Sportart, bei der es ja hauptsächlich über Laufspiel geht, schon bemerkbar machen, wenn man einen Wechselspieler weniger hat. Olli Korn. Glücklich, Jan-Marco Montag. Ja, da bleibt Benny West hängen, verliert den Ball gegen Floris Evers. Klasse gelöst, Jan-Marco Mota. Johannes Bad gewinnt da den Zweikampf gegen Loris Evers. Müller, der Kapitän. Fällt Arnold. Berlin. Florian Fuchs. Freischlag. Holt auch gleich den nächsten heraus. Gutes Anspiel von Linus Batt. Auf Tobi Hauke, nächste Chance. Florian Fuchs war das. Gut gespielt, klasse Anspiel von Linus Barth auf Tobi Hauke und dann zu Florian Fuchs. Thank you.
Seitenwechsel von Wouter Juli. Die Deutschen in der ersten Viertelstunde deutlich besser als gestern und noch deutlich besser als die Holländer. Tim Jusselaert bisher relativ beschäftigungslos. Da kommt Florian Fuchs noch dran, klasse, Oskar Deke, könnte den Kreis gehen, spielt nochmal quer. Tobi Hauke, Oskar Deke, klasse Parade, ja, Stockmann. Gut gespielt. Das gefällt mir richtig gut, was die Deutschen hier auf den Platz bringen. Klasse Bewegung, Moritz Fürste. Moritz Fürste, der 2006 bei der Hockey-WM hier in Mönchengladbach überraschend in den Kader kam und dann ja das so wichtige Anschlusstor schoss im Finale gegen Australien. Mit seiner Leichtigkeit nicht nur das Team mitriss, sondern auch das Publikum. Und mittlerweile eine feste Größe im Team von Markus Weise. Schöner Pass, Philipp Zeller, Linus Bart. Das dauert einen Tick zu lange von Linus Bart, hätte er früher abspielen müssen. Somit die Holländer im Konter. Roger Hoffmann, aber macht nichts raus. Gegen 3 jetzt. Der Versuch von der Forst. Van der Horst. Alleine in den Kreis gehen, um das Foul zu ziehen. Rechts und links standen zwei Spieler frei. Da sieht man es, da geht er in den stehenden Max Müller rein. Ja, Marco Mota, gute Freistaat heraus. Missverständnis mit Korn. Kempermann. Ja.
Missverständnis hinten in der deutschen Abwehr. Roderick Beusdorf, gute Chance. Wieder Beusdorf. Das macht er ganz clever, spielt Max Müller auf den Fuß. Das hat man im Ansatz gesehen. Da kann er auch nichts anderes machen, außer die Ecke ziehen. Ist er ganz alleine im Kreis. Und guckt, sucht den Fuß, findet ihn. Und somit erste Strafecke für Holland. Dann haben sie einen in ihren Reihen mit Dacke Dacke gemacht. Der einen ganz vernünftigen Schuss hat. Bereit, Jungs, bereit? Bereit? Ja, ja, alle fünf. Ja. Drei. Danke mal. Klasse, Tim Jessulat. Und jetzt gibt es 7 Meter. Weil wohl Tobi Hauke den Ball auf der Linie mit dem Fuß gehalten haben soll. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Da können wir nochmal genau drauf gucken. Da sieht man schlecht. Sieht auch so aus, als hätte Jessulat den gehalten. Schiedsrichter steht direkt daneben, gute Sicht eigentlich. Und somit Jessulat gegen Takema. Kurz vorladen, 1-1, Take Takema. Zurück beim Oberkörper, Tim Jessulat, klassisch verladen. Schöner Seitenwechsel von Max Müller, Benny Wess. Kommt vorbei von Bad. Das ist noch von Wesley. Versucht das alleine, Christopher Wesley im Kreis, der Nürnberger. Olli Korn, der war im Aus. Dagegen Walter Julie. Herzberger rutscht aus. Ja.
Ja, gut gesehen von Fürste, dass der Fürth durchstartet. Das Spiel hat so ein bisschen an Tempo verloren. Die ersten Minuten war ja wirklich richtig gut der Deutschen. Führungstreffer Stachowski, dann der 7 Meter Ausgleich durch Takema. Witthaus, jetzt mal Platz, Fürste. Rutscht da weg. Fürst stand ganz gut frei. Hennitzkens verliert dagegen. Pitt Arnold den Ball. Pass von Müller auf Korn. Peter Arnold startet durch auf der linken Seite. Geschwätzig. Matthias Witthaus noch sein Bein nicht bekommen, halt auch zurecht. Schon läuft der Konter der Holländer. Das geht ganz schnell. Klasse gefischt. Das ist große Kunst. Sehr gut gemacht von Max Müller. Ganz sauber den Ball gespielt. Klasse Tackling vom Kapitän. Dicke. Kommt im Freischlag. Der Krefelder bleibt am Ball. Geht's wieder hinten rum, Ball darf ja nicht direkt im Kreis gespielt werden. Willi Bakker. Könnt schießen. Duell gegen Philipp Zeller. Das sah sogar ein bisschen nach Fuß aus von Max Müller. Haben die Deutschen wohl Glück gehabt, dass es keine Strafecke gab. Klasse Pass.
vom Herzberger. Schießt er den eigenen Mitspieler Verga ab. Muss er raus. Für ihn jetzt Flori Sievers. Wenn die Holländer jetzt noch einen verlieren, dann wird es langsam dünn auf der Auswechselbank. Dann sitzen da nämlich nur noch 3 statt 5. Klasse Vorchecking der Holländer. Robert Keppermann mit der Chance. Klasse Timir Sulat. Trotzdem Ball weiter gefährlich. Immer noch im Kreis. Und dann von Linus Barth auf den Fuß gespielt. Gute Chance für die Oranjes. Wesley. Klasse abgelegt auf Robert Kempermann. Beste Spiel des Turniers von beiden Teams. So, bis Eva ist der Kapitän. Frau Müller. Walter Jolie, Jerome Herzberger, Robert Kempermann. Gegen 3 Holländer, klasse gelöst. Linus Barth. Tobi Hauke spielt meistens unauffällig. Man sieht ihn nie so viel nach vorne, aber ein unfassbar wichtiger Spieler für das Team. Über den geht alle Offensivaktionen im deutschen Team. Immer anspielbar. Macht kaum Fehler. Klasse gespielt. Herzberger. Im Kreis. Jessulat dazwischen. Fehler, Jessulat. Riesenmöglichkeit für Holland. Roderick Weisshoff lauert am langen Pfosten. Eigentlich gut dazwischen gegangen von Timir Sulat. Gucken aber weiter auf die Szene. Ball geht ins Aus. Da sieht man es nochmal. Jerome Herzberger mit der Flanke. Sulat dazwischen. Ball kommt auch ein bisschen hoch. Und dann bringt Roderick Weiss auf den Bein nicht unter Kontrolle. Ja.
Alves. Spielt kleines Bad. Möchte gerne Thilo Schalkowski anspielen, der zieht aber nach innen. Julie, Schussmöglichkeit, aber abgeblockt. Läuft die letzte Minute der ersten Halbzeit. 1-1, Thilo Schalkowski, 1-0, Ausgleich Taketakima. Wenn es so bleibt, gewinnt Spanien hier das Vier-Nationen-Turnier, aber da kann in der zweiten Halbzeit noch so viel passieren. Weißdorf, immer noch Weißdorf, wieder Möglichkeit, alles passiert. Doch noch der Führungstreffer für die Niederlande. Billy Bakker bringt die Holländer mit 2-1 in Führung. 30 Sekunden vor Schluss der ersten Halbzeit. Da bleibt Weißdorf clever am Ball, schirmt ihn gut ab. Und dann ist Billy Bakker da, staubt ab. 2-1 Holland. Damit geht es auch in die Halbzeit. Nicht unverdient, Holland hat sich gesteigert. Und wir die Deutschen bisher wirklich eine richtig gute Leistung abgeliefert haben. Das kann ruhig so weitergehen in der zweiten Halbzeit. Dann fällt hier noch der ein oder andere Treffer. Und dann dürfen wir gespannt sein, wer wirklich am Schluss ganz oben stehen wird bei diesem Vier-Nationen-Turnier, dem letzten Endspiel vor der Europameisterschaft. Und dann melden wir uns gleich pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit zurück.
2:1 führt die holländische Hockey-Nationalmannschaft gegen die deutsche. 1:0 Tarkowski, Ausgleich, Takitakitaka, 10 Meter und Maka, kurzer Schuss in der ersten Halbzeit noch mit dem 2:1 Führungstreffer für die Holländer. Wird schon mal kurz eingesport, im Kreis. Konzentrieren wir uns nun auf die letzte Zeit in der Situation Es geht los, letzte Halbzeit im Vier-Nationen-Turnier. Hier aus dem Warstein Hockey Park. 2:1 für Holland. Moritz Fürste für Deutschland. Tobi Hauke. Matthias Witthaus. Florian Fuchs. Erster großer, guter Angriff. Klasse gespielt. Leider Ball im Aus von Florian Fuchs. Klasse Pass, Florian Fuchs, frei vom Tor. Adam hat die Abstock mal geschickt, den Winkel dicht. Klasse, Ausgleich, Deutschland. Leines Bad. Klasse Vorarbeit von Philipp Zeller über die rechte Seite. Gut gemacht von Philipp Zeller. Klasse an den langen Pfosten spielen. Da steht Leinesbad. Keine Chance. Jab Stockmann. 37. Spielminute. Tor für Deutschland.
Walter Julie. Gut aufgepasst, Max Müller, Tobi Hauke, Ball gut abgeschirmt. Jerome Herzberger, Floris Evers, Sander de Wien. Läuft das Bällchen ganz gut bei den Holländern. Tello deckt, Tello deckt. Schöner Pass von Van der Horst. Klasse gemacht, Jerome Herzberger. Der Torschütze von eben. Florian Fuchs, könnt ihr die Mitte spielen? Macht das. Matthias Witthaus. Oh, Riesenmöglichkeit. Oskar Deke. Ball geht hoch. Gut Vorteil laufen gelassen vom Schiedsrichter Oskar Deke. Wesley ist frei. Oh, Foul von hinten eigentlich. Weiter. Spiel geht weiter. Wolfsdorf. Sander Barth. Takema. Witthaus. Gut gesehen, Jan-Marco Montag, Ball kommt durch. Abgefangen, Moritz Fürste, Wesley, Montag, verliert den Ball, Roger Hoffmann. Er meint da, kleines Bad, nicht zu schieben. Ja.
Jetzt die Holländer mit Pressing. Floris Evers, rechts ist frei. Sieht Roderick Voishoff. Schlechte Ballannahme. Wieder Evers. Gut mitgespielt. Tim Jesula hat klasse geklärt. Wieder Evers. Das ist die Ecke. Diesmal auf den Fuß von Linus Butt. Nochmal ab, wie sie rauslaufen sollen. Takema, klasse, Jesulat. Der war nicht schlecht geschossen, aber der war noch viel besser gehalten, Tim Jesulat. Das andere Pärchen wieder, Jesulat, der ist dran mit dem Schläger. Lenkt die Ball an die Latte, trotzdem immer noch gefährlich, die Situation. Und jetzt geklärt von Max Müller. Überragend, Tim Jesulat, da gucken wir nochmal genau drauf. Da ist er mit dem Handschuh dran, Ball geht an die Latte. Klasse gehalten, der Schuss war richtig gut von Takema. Beide Torhüter, Weinhold gestern, Jesulat mit richtig guten Leistungen. Jetzt gibt's die Karte. Gegen Billy Wacker. Alikorn. Und jetzt geht der zweite Holländer. Noch eine 2-Minuten-Strafe. Zweimal in Überzahl Deutschland. Das könnte man jetzt mal ausnutzen, um hier mal vielleicht das 3:2 zu erzielen. Korn. Fürk. Deutschen dürfen sich jetzt nicht auf eine Seite festlegen. Kleines Bad. Tarkowski. Gefährlich. Korn. Spielen nicht gut genug aus, die deutsche Mannschaft. Viel mehr Seitenwechsel, die Holländer viel mehr in Bewegung bringen. Dann mit zwei Mann Unterzahl verschieben, das wird dann richtig schwer. Fällt Arnold rechts ganz frei. Trotzdem geht es über links weiter. Wesley. Wes. Rechts ist Philipp Zellerfall. Ball geht trotzdem im Kreis rein. Gefährlich. Lange Ecke. Deutschland. Jetzt erste Zeitstrafe abgelaufen. Willi Bakker. Zeller. Gut.
Loris Evers im Kreis. Und die Holländer wieder komplett. Alle Mann an Bord, beide Zeitstrafen unbeschadet überstanden. Klasse Ball, Florian Fuchs, 2 gegen 1, Tilo Stachowski völlig frei. Florian Fuchs bleibt am Ball und ganz schlecht ausgespielt. Eigentlich ganz gute Schussposition für Florian Fuchs. Auch Tilo Stachowski war frei. Wesley. Fuchs. Da rutscht er weg, verliert den Ball. Klasse, Moritz Fürste. Korn. Arnold. Willi Bakker. Freischlag Holland. Gespielt. Herzberger, Jesulat, Herzberger und Freischlag Deutschland. Endstation, Tim Jesulat. Klasse gemacht. Schön durchgesetzt. Gut den Ball hochgenommen. Willi Bakker, dann Marco Motor kann erstmal klären. Wieder Wouter Juli. Devin, klasse Jesulat, gut rausgekommen.
Dicke. Guten Tag. Play der Deutschen jetzt, Bild Arnold. Schlechter Pass. Herzberger. Gut, abgerutscht von Max Müller. Sliding Tackle nennt man das. Klasse abgerutscht. Muss nur aufpassen, dass der Ball nicht an den Körper geht, sonst die Strafecke, aber klasse gemacht vom Mannschaftskapitän. Tarkowski, jetzt könnte steigen, Decke hat Platz, Decke allein, gegen zwei. Walter Juli. Gut abgefischt. Da war er nicht schnell genug. Dicke bekommt den Ball gegen Walter Juli. Verliert auch das zweite Duell gegen seinen direkten Gegenspieler. Grüne Karte. Deutschland 2 Minuten Zeitstrafe. Gegen Tobi Hauke. Jetzt tief. Schlechter Ball. Wien. Berger. Wieder die Wien. Berger, Berger, klasse gefischt, Max Müller Ecke. Aber sogar von Moritz Fürste gefischt. Ball wird gefährlich, geht immer hochgehen.
Dackemann nicht auf dem Platz. Jolie Wouter versucht zu schlagen. Immer noch am Ball. Klasse gemacht, Tor. Wouter Jolie legt da an der ersten Welle vorbei an Philipp Zeller. Dann Fortner Schuss ins kurze Eck, keine Chance. Tim Jesselat. 3-2 Holland. Fuchs. Klasse, Jab Stockmann. Devin. Wouter Jolie, der Torschütze. Nächste Ecke, Holland. Schiedsrichter kurz kommuniziert über Funk. Der mit Funk ausgestattet. Da sieht man, ans Ball springt. Philipp Zeller an den Körper. Richtige Entscheidung. Nächste Strafecke. Das könnte die Vorentscheidung sein, wenn die reingeht. 4-2. Danke mal immer noch draußen. Zeit erst beim Rausgeben. Der Ecke. Ja, Jolie. Klasse, Jesulat, Ball immer noch heiß. Da ist passiert. Billy Bakker. Doppeltorschütze zum 4-2. 9 Minuten vor Schluss. Er ist gut gehalten. Von den ersten Daten. Und dann die argentinische Rückhand durch die Beine. Auch schwer zu halten. Dieser Kantenschlag. Der wird so schnell. Zeller. Vorne ist es. Klasse, da ist die Ecke. Gut gemacht. Klasse Freischlagkombination. Thank you.
Spezialist Jan-Marco Botha ist auf dem Platz. Moritz Fürst kann auch schlänzen. Da kommt Montag ins Bild. War noch bei Markus Weiser, hat sich eine Anweisung geholt. Klasse Tor durch die Beine von Herbst Stockmann. Aber dann wird es vielleicht doch nochmal spannend. 7 Minuten vor Schluss, 4-3 Anschlusstreffer Deutschland, Jan-Marco Montag. Stockmann beschwert sich da ein bisschen, dass er nichts gesehen hat. Den kann man trotzdem halten. Klasse, da ist die Chance, Dicke. Tor. Ausgleich, Doppelschlag, 30 Sekunden, Oskar Dicke. Das ist ja unfassbar, was hier los ist. Innerhalb von 30 Sekunden von 4-2 auf 4-4. Wahnsinn. Klasse Pass, Olli Korn. Klasse Annahme, Oskar Dicke. Stockmann noch dran, Ball kullert und kullert ins Tor. Und jetzt geht's richtig los. Was ein Spiel. Endlich das erhofft. Gutes Spiel mit vielen Toren. Bisher waren alle Partien eher mau, aber das entschädigt für alles. So schnell kann es im Hockey gehen. 30 Sekunden, 2 Tore. Verloren geglaubtes Spiel, doch noch gedreht zum Ausgleich. Aber es reicht nicht zum Turniersieg, da muss noch ein Tor her. Sowohl für Irland als auch für Deutschland. Bis jetzt sind die Spanier noch oben an der Spitze. Takema. Abgeblockt, Hauke. Schlechter Pass. Gut aufgepasst, Benny Wess. Jenniskens. Gutes Anspiel. Reusdorf. Immer gefährlich im Kreis. Klasse. Kim Esulat. Ball aber gefährlich abgewehrt. Strafecke Holland. Dieser Voice-Off ist immer gefährlich im Kreis. Klasse gehalten, die nächste Latte. Ja, das ist das Ziel über Mönchengladbach nach London. Dafür muss die deutsche Mannschaft mindestens das Halbfinale erreichen.
Takema. Jesulat. Weiter. Vorteil. Kann man noch Ecke gehen. Und das ist der Konter. Fürste. 5 gegen 3. 6 gegen 3. Deke. Macht's alleine. Immer noch Deke. Da muss er abspielen. Da steht am Lagenpfosten Strakowski und Witthaus völlig frei. Klasse. Gute Eckenabwehr. Da war die Riesenmöglichkeit für Deke. Dann macht das alleine. Zu egoistisch. Fürste kommt den Freischlag. Müller. Jetzt peitschen die Zuschauer nochmal. Das deutsche Team nach vorne. Zeller. Gleich mal weg von der Seite. Hier Kubiauke. Herzberger. Hoffmann. Tor! Da ist passiert. 2 Minuten vor Schluss. Roger Hoffmann macht doch noch das Tor. Da werden die Deutschen bitter bestraft. Deke mit der Riesenmöglichkeit. Und dann eine Minute später Roger Hoffmann. Da kommt Tim Jesulat nicht richtig runter. Ja, das war sein Fehler, das weiß er auch. Ärgerlich, so gut gehalten. Berger. Bleibt noch Hauke hängen. Letzten 5 Sekunden. Vielleicht noch den Ausgleichstreffer. Verdient hätten sie sich. Aber schlecht noch was Arnold. Herzberger. Völlig frei. Klasse geklärt. Roger Hoffmann war da völlig frei. Gut geklärt. Max Müller. 20 Sekunden noch. Hauke nochmal im Angriff. Noch vielleicht einen schnellen Ball in den Kreis. Oskar Deke. Das war's. Spiel ist aus. 5-4 Holland. Klasse Spiel. Tolles Hockey. Letztes Spiel bei diesem 4-Nationen-Turnier. Holland gewinnt es auch. Wird dabei ein Erster vor Spanien, vor Deutschland und Australien. Da ist der entscheidende Treffer. 5-4. Klasse Partie der Deutschen. Richtig gute Leistung beider Teams. So kann die EM im August kommen, hier im Warstein Hockey Park. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude bereitet, Top-Hockey zu sehen. Kommen Sie wieder, wenn es heißt GAD-Europameisterschaft aus Mönchengladbach. Doppelveranstaltung, Damen und Herren, es lohnt sich, glauben Sie es mir. Bis dahin wünsche ich alles Gute und einen schönen Sonntag noch. Sind wir wieder hier mit der Ausschau und dann gibt es die Dumme.